Hallo liebe Leute, und weiter durchschreiten wir hier die gefährliche Route in Pokémon Smaragd im Randomizer mit mir DJK87 und deswegen hoffen wir mal, dass wir diese Trainarbeit irgendwann hinter uns haben. Und wir treffen gleich als erstes eine Ho-Oh. Passt ja super, toll. Ah, kannst du auch Wirbelwind? Wenn ja, dann versuche ich das gar nicht gegen dich zu kämpfen. Ich würde mal sagen, wir schläfen uns mal ein. Und es schläft, sehr schön. So kann es erstmal bleiben. Ich würde mal sagen, ich traue mich ehrlich gesagt nicht, Link-Fan einzusetzen. Weil das ist nur Level 13. Der Schlecker bringt sowieso nicht viel. Ich habe schon wirklich fast die Befürchtung, dass sie irgendwie sowas Mieses noch drauf hat. Ihr könnt ja mal abfackeln. Also dann, gluten wir es mal. Und es ist wach, na? Bodyguard, okay, es hat wenigstens keinen Wirbelwind. Es ist nicht so gemein wie Lugia. So. Okay, das könnte lustig werden. Das könnte sehr lustig werden. Es handelt. Sind die Legendären in der zweiten Generation wirklich so arschig? Wenn ja, dann macht das echt keinen Spaß, die zu fangen. Ach, Mann. Nee, das ist echt schon fies. Hier wird auf jeden Fall wieder ein Doppelkampf kommen. Ich muss jetzt nur gerade gucken, wen ich am besten nach vorne setze. Hieras könnte mal wieder was machen. So, dann würde ich sagen, noch ein Trank. So, und dann können wir in den Kampf. Auf geht's! Ich habe deine Absichten vorher gesehen, daher werde ich nicht verlieren! Ich bin vom Küstenradweg heruntergefallen! Wie schafft man das denn? Und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, musst du jetzt gegen mich kämpfen! Vor allem, wie kannst du diesen Sturz mit dem Fahrrad überleben? Ist zwar nicht besonders tief, aber trotzdem, das Fahrrad müsste im Arsch sein. Theoretisch gesehen. Naja, Alex und Webster wollen kämpfen. Pikachu, okay, das geht ja noch. Und Rabauz. Ach ja. Gibt Schlimmeres. Das dürfte trotzdem recht lustig werden, weil Pikachu hat schon mal keine Chance gegen ein gewisses Pokémon. So, Schlecker und Identität. Wir brauchen auf jeden Fall keine Angst haben, dass Alex Killer Schaden erleidet. Dadurch, dass ich ja, Schwebe hat und sowieso durch Bodenattacken als Geist eigentlich nicht anfällig sein dürfte. Genau das meine ich. Somit kriegen die beiden wenigstens was ab. Pikachu ist weg. Und Rabauz kriegt eigentlich jetzt auch ein bisschen Schaden. Reicht auch? Ja, sehr schön. Beide. Das ist eigentlich die beste Strategie, die beiden in Combo einzusetzen, Heras und Alex Killer. Schon allein durch Intensität macht man bei beiden gegnerischen Pokémon Schaden und die eigenen erleiden nichts. Ich konnte doch nicht einmal meine Niederlage vorhersehen. Ups, ups, ich habe verloren, schon wieder abgestürzt. Ja, also ab ins Wasser mit dir, los, spring rein. Ein Waldbrief. Brauche ich nicht. Gerade sowas Nutzloses. Ein Rauchball, okay, der ist super. Naja, wie man es nimmt. Dann hatte ich hier noch irgendwo was. Nö, scheinbar nicht. Hier ist ein Angler, gegen den können wir auch noch antreten. Wisst ihr was, den nehmen wir noch mit. Hey, schleich dich nicht so von hinten heran. Du hättest mich ja sehen können. Ich meine, ich bin so an dir vorbeigegangen. Du hättest mich im Blickfeld haben können, hättest dich ja mal umsehen können. Mallory, du hast schon wieder eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Aber wenn du so blind bist, kann ich da auch nichts für. Okay, dann wechseln wir direkt. Oder soll ich Alex Killer das zumuten? Na, mit 4 Schlecker komme ich nicht weit. Nee, das macht Adventure Holmes. Der braucht einmal Aquakinder reinsetzen, dann ist das Vulpix weg. Also machen wir das doch einmal. Guten Schlag, okay. Aquaknarre und tschüss Vulpix.
eingenässt. Bye bye. Da kannst du noch so viel brüllen. Ja. Gibt natürlich nicht viele Erfahrungspunkte, Ursaring. Da würde ich sagen, Kaligel mal wieder rein. Ich nehme da momentan mein etwas stärkeres Pokémon, weil Ursaring ja doch schon ziemlich gut ist als normal Pokémon. Ja gut, das hat zwar Level 14, aber trotzdem. Man sollte es nicht unterschätzen. Erst recht nicht, wenn es Kratzfurie drauf hat. Nee, es ist noch nicht ganz erledigt. Okay. Dann kriegst du jetzt noch einen Rankenhieb rein und dann kannst du das nächste Pokémon reinschicken. Egal was du hast, ich mache es alle. Und das nächste Level für Igel. Tengulist. Okay, da habe ich auch was in petto. Heras, du bist dran. So, das können wir erstmal schön grillen. Eigentlich wirklich ein ziemlich cooles Pokémon, wie ich finde. Das war wirklich viel zu einfach. Ja, dafür gibt es wenigstens einige Erfahrungspunkte. Das reicht fürs nächste Level ab, sehr gut. So, was hast du noch als letztes? Ein Knogger. Gegen Boden habe ich nichts. Nicht wirklich. Obwohl, doch, Quatsch. Igel, das kannst du gerne nochmal machen. Ist vielleicht am besten so. So, Knogger. Soll ich dir mal was zeigen? Ich zeig dir mal schöne Rasierblätter, die schön schnitzen. Und deine Maske davon nehmen. Und tschüss. Naja, immerhin. Ein paar Erfahrungspunkte nehmen wir immer gern. Ich habe verloren, verflixt. Tja, und danke für dein Geld. Tja, das Ansteigen hat sich gelohnt. Und wir müssen gleich eigentlich im Malvenfroh City schon sein. Ja, wir sind da. Hi, hast du in letzter Zeit ferngesehen? Da gibt es jede Menge coole neue Shows. Mittlerweile nicht mehr. Fernsehen ist so cool. Plötzlich habe ich meine Freundin im Fernsehen gesehen. Manchmal, da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt es gar nicht. Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Du solltest immer mal wieder den Fernseher einschalten. Naja. Wie man's nimmt. Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich nach Gravitport City zum Einkaufen fahren. Dort würde ich mir dann einen Hafenbrief ins Pokémon-Supermarkt kaufen. Wozu? Willst du mir mal einen Brief schreiben? Sonst würde es hier nicht viel bringen. Okay, gehen wir hier erstmal einkaufen. So, was brauchen wir denn? Superbälle, wie viel haben wir da? 4 Stück. Ich würde mal sagen, wir kaufen eher Supertränke. Ja, 10 Stück. Pokébälle sind jetzt erstmal weniger wichtig, auch wenn ich noch ein Pokémon fangen will. Also muss ich erstmal gucken, dass ich ein gutes noch finde. Weißt du, es ist cool, dass es Pokémon-Kämpfe und all das Zeug gibt. Auch wenn dein Pokémon verletzt wird, dann musst du es gesund pflegen. Ich will jetzt gerade gucken, ist das hier der Fahrradladen? Radlers Räder, fahre im Kies und lass dich durchschütteln. Okay, sehr schön, wir kriegen jetzt unser Fahrrad. Ich lerne etwas über Räder, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie man Rad fährt, da vorne findest du einige Handbücher. Nö, die brauchen wir nicht, das kriegen wir auch so hin. Nun, was haben wir denn hier? Einen höchst energetischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Kann man dich auch trinken? Ich bin der Besitzer des Fahrradshops. Deine Turbo-Treter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja, ich habe schon einige Schritte hinter mir. Du kommst den ganzen Weg von Burzelheim her. Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Einfach so, ohne was zu bezahlen. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die die Technik des Radfahrens beherrschen wollen.
Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eines aussuchen. Welches möchtest du haben? Ich nehme in dem Fall das Eilrad, einfach weil es schneller ist und das Kunstrad. Ich sage euch so viel, das kriegen wir später sowieso noch dazu. So, deswegen nehmen wir jetzt erstmal das Eilrad. Wir können auch jederzeit tauschen, wenn wir wollen, also so ist es ja nicht. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Wer sagt uns auch also noch? Ja, wunderbar, Leute. Jetzt können wir endlich durch die Gegend radeln. So, das machen wir doch einmal. Erstmal muss ich suchen. Da haben wir's. Genau, ich will mal wählen. Dann können wir es nämlich mit Select einmal auswählen. Geht in dem Fall besser, als immer in das Menü zu gehen. Und jetzt können wir radeln. Und ich finde diese Radmelodie auch richtig toll. Jetzt radeln wir. Wir sind so flott wie noch nie. Aber trotzdem fahre ich hier alles gerade um. Aber ich habe meinen Spaß und ich sehe gerade etwas, was mir nicht gefällt, und ich habe gerade keine Lust, ihn anzusprechen. Trotzdem gehe ich ins Pokémon Center hier rein und ich werde jetzt erstmal meine Pokémon heilen. So, es wird nämlich Zeit und ich habe gerade ungewollt gereimt. Wunderbar. Wir sind fit. Heiko, wenn du kämpfen willst, wir können gerne kämpfen. Meine Pokémon... Nein. Es war einmal zu viel. So, Heiko, wenn du kämpfen willst, wir können es gerne machen. Also dann. Heiko, hallo? Och, bitte, Onkel, bitte. Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte, darf ich, bitte. Nun hör mal auf, Heiko. Seit du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in eine Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Trassler kombiniere, besiege ich jeden. Du vertust dich ein bisschen, Heiko. Du hast ein männliches Nidoran. Oh, hi, DJKR. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. DJKR, ich möchte von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. DJKR, würdest du gegen mich ankämpfen? Ich wusste es irgendwie. Also komm her. DJKR, vielen Dank. Okay, jetzt komme ich. Mit deinem männlichen Nidoran. Mal schauen, ob sie schon weiterentwickelt hat. Veronika. Hydro. Okay. Ich bekomme Angst. Wir haben doch gesehen, ein männliches Nidoran gefallen war. Das ist Hydropi. Scheiße. Egal, das kriegen wir auch irgendwie klein. Habe ich das echt so eingestellt? Dass ich... Das könnte wirklich vielleicht lustig werden. Wenn er im nächsten Kampf auch ein anderes Pokémon hat, dann... Okay, dann wird's echt lustig. So, Hydropi. Mit deiner Paralyse hast du jetzt große Schwierigkeiten. Ich werde dich so lange abschlabbern, bis das Wasser aus dir rausgesaugt wurde. Ob's dir gefällt oder nicht, Heiko. Aber ich muss leider gewinnen. Schließlich bräuchte ich noch ein paar Level-Ups und meine Pokémon sollen auch stärker werden. Dass sie auch bessere Attacken endlich mal lernen. Weil mit den Attacken, die ich jetzt momentan habe, habe ich nicht gerade leichtes Spiel. Aber trotzdem, ich gebe mich erstmal noch so zufrieden gerade. Wobei ich nicht weiß, was mich in der dritten Arena erwartet. Aber das war's schon. Und wir haben Veronika besiegt. Ich habe verloren. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. DJKR, herzlichen Dank. Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man besitzt nicht einfach nur Pokémon und lässt sie kämpfen. Um ein richtiger Trainer zu sein, braucht es mehr. Heiko, du brauchst deshalb nicht so niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, stärker und stärker zu werden? Nichts. Komm, gehen wir nach Hause. Da warten sie alle schon auf dich. DJKR, mir dämmert es so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Warum besuchst du uns nicht irgendwann im Wiesenflur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Werden wir machen, wenn wir bald mal fliegen können? Ach, du schon wieder? Nee, ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesen Jungen, von Heiko, oder?
aber du hast dich nicht zurückgehalten, um ihn beeindruckend besiegt. Yeah, das ist es, was Pokémon-Kämpfe ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feuere dich an. Das ist nett. Das ist echt nett. Na gut, Leute, gehen wir mal hier rein. Ah, hier ist die Spielhalle. Wir können zocken. Moment, was gibt's hier überhaupt für Preise? Willkommen. Hier kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Willkommen. Hier kannst du deine Münzen gegen... Achso, das geht wahrscheinlich noch nicht. Ich brauche erst wahrscheinlich wieder einen Münzkorb. Diese Roulette-Dings, es ist ziemlich anstrengend. Ich versuche zu gewinnen, aber ich verliere immer. Doch ich gebe nicht auf. Ja, irgendwann bist du aber pleite. Münzen werden gebraucht, um hier in der Spielhalle spielen zu können. Ja, super. Beim Roulette gibt es verschiedene Einsatzhöhen. Überprüf deine Münzen, bevor du dich für einen Tisch entscheidest. Was haben wir hier? Leer. Schade mal für den nicht hier Müll. Die haben hier nichts weggeworfen, was irgendwie nützlich gewesen wäre. Kannst du es genau bei 7 stoppen? Wenn es bei 7 stoppt, während ein Realtime gespielt wird, erhältst du extra Münzen. Das Ding ist aber auch nicht gerade leicht, glaube ich. Ich habe mich vertan und zweimal die gleiche Puppe genommen. Möchtest du eine davon haben? Oh ja, gib her. Bitteschön. Eine Flamly-Puppe. Nein, immerhin, dankeschön. Es gibt einen Preis, den ich haben möchte. Aber ich kann den Jackpot nicht knacken. Man muss sich anstrengen. Hier kann man leicht die Zeit vergessen. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Ich kann dir einige nützliche Tipps zum einarmigen Banditen geben. Je mehr Blitze du erhältst, desto größer die Chance auf ein Realtime. Eine Glücksrunde. In ein Spiel mit 5 möglichen Glücksrunden. Es ist möglich, 4 reguläre Boni und dann einen Big Bonus zu gewinnen. Dann ergibt's... Das ergibt zusammen 660 Münzen, aber ist sehr schwer zu gewinnen. Das klingt sehr reizvoll. Bis zu 3 Münzen können an einen einheimischen Banditen eingesetzt werden. Je mehr Münzen du einsetzt, desto höher ist deine Chance auf den Jackpot. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie viel wir überhaupt gerade holen können. Falls wir was holen können. Willkommen in unserer Spielhalle. Okay, du möchtest Münzen für die Spielhalle haben, aber du hast keinen Münzkorb für die Münzen. Toll, jetzt darf ich den auch noch suchen. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ich muss aber sagen, wenn das hier wirklich Malvenfro City ist, muss ich sagen, ist sie im Remake auch stark bearbeitet worden, diese Stadt. Das ist wirklich eine richtig große Stadt innerhalb eines Gebäudes. Also richtig cool gemacht auf jeden Fall. Da merkt man auch schon den Unterschied, wie das hier damals noch aussah. Ich finde das aber wirklich schon klasse, wie die das im Remake gemacht haben. Hier ist wirklich, wie gesagt, noch eine einfache Stadt und im Remake haben die da wirklich eine richtig schöne Großstadt draus gemacht. Ein Luxusball, sehr schön. Naja, was heißt richtig große Großstadt? Auf jeden Fall sieht's, finde ich, ein bisschen schöner aus. Und sogar haben die da auch ein kleines Easter Egg in die Stadt eingebaut. So, ich denke mal, als nächstes werden wir uns diese Arena mal vorknüpfen. Okay. Wer ist es? Oh, hallo DJKR. Ich muss dir was erzählen. Mein Onkel hat mir einen Pokénapf gegeben. Nun kann ich mit dir reden, wann immer ich möchte, DJKR. Toll, das war alles, was er zu sagen hat. Na, jetzt haben wir ihn auch drin. Und das Verzeichnis wird immer größer und größer. Ich glaube, im Pokémon Center war ich noch nicht. Ich sollte meine Pokémon nämlich, bevor ich die Arena betrete, definitiv heilen. Und so viel haben die jetzt zwar nicht einstecken müssen, aber trotzdem. Deswegen machen wir es noch einmal. So, sie sind wieder topfit. Danke. Ja, ich bedanke mich auch. So. Soweit, so gut. Heiko haben wir bekämpft. Uns hier ein bisschen umgesehen haben wir auch schon. Jetzt ist die Frage, können und wollen wir noch irgendwas machen oder... Nee, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Im nächsten Part würde ich sagen, sind wir bereit für die dritte Arena. Wollen wir schauen, wie es laufen wird. Es wird auf jeden Fall richtig anstrengend für mich. Aber mal schauen, was mich hier erwartet. Und wie wir das Ganze hinkriegen. Lassen wir uns überraschen, was die Arena für uns bereithält. Deswegen würde ich einfach mal sagen... Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.